dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, Mittwochabend 1:1 im Ostderby gegen den FC Hansa Rostock. Torhüter Morten Behrens steht bei uns. Morten, du warst gestern erst bei der PK. Bei der PK kam so eine Jetzt-erst-Recht-Stimmung auf. Ich glaube, das hat man heute gesehen, wie das geht. Ja, nachdem wir zuletzt unglücklich verloren haben in Ingolstadt, war das heute wieder eine tolle Mannschaftsleistung. Wie beurteilst du das? Ja, das denke ich auch. Also wir sind wieder von Anfang an gut aufgetreten. Wir haben uns Sachen im Spiel vorgenommen, die wir auch gut umgesetzt haben. Sind vorne gut draufgegangen, haben hinten auch gut verteidigt. Dann denke ich, ein super Tor geschossen aus dem Pressing heraus, hat Sissi den Ball gut erobert. Beckus macht ihn super rein. Ja, dann in der zweiten Halbzeit hatten wir eine kritische Phase, wo wir auch das Gegentor kriegen. Aber danach sind wir gut wiedergekommen und denke, ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Insgesamt war es ein offener Schlagabtausch, ja, Torchancen gab es auf beiden Seiten. Wie beurteilst du es, wer hätte den Sieg eventuell verdienter gehabt oder sagst du, mit dem Unentschieden kann beide Mannschaften leben? Ja gut, also ich denke mal, wenn man die Chancen auf beiden Seiten sieht, dann hätten wir in der ersten Halbzeit vielleicht schon den Sack zumachen können und das 2-0 machen können. In der zweiten Halbzeit hatte Rostock dann noch Chancen, also ich denke, am Ende ist es vielleicht ein verdientes Unentschieden, aber wir können uns auch nicht beschweren, wenn wir hier mit 3 Punkten weggehen. Am Ende, ja, da warst es auch du nochmal, ja, der für uns den Punkt festgehalten hat, der eingewechselte Horn auf Rostocker Seite, ist im 1 gegen 1 auf dich zugelaufen, du hast klasse pariert und somit den Punkt festgehalten. Wie beurteilst du deine eigene Leistung heute? Ja gut, meine eigene Leistung steht eigentlich nicht so im Vordergrund. Wichtig war, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten und da konnte ich, denke ich, meinen Teil auch dazu beitragen. Morten, vielen Dank und ja, bald geht's schon weiter am Samstag in Zwickau. Dafür viel Erfolg, danke. Danke auch. Ja, 1:1 im Ostderby unter der Woche gegen Hansa Rostock. Bei mir steht unser Abwehrmann Alex Bittroff. Alex, mit der Punkteteilung, bist du damit zufrieden? Wenn man jetzt das ganze Spiel betrachtet, müssen wir damit zufrieden sein. Ich persönlich bin nicht zufrieden. Ich denke, wir haben eine erste gute Halbzeit gespielt, haben gut gegengehalten, hätten eigentlich mit dem zweiten Tor, sozusagen hätten ein zweites Tor schießen müssen. Ja, und ja, gehen in die Halbzeitpause mit einem guten Gefühl und haben dann wieder 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo wir nicht richtig in die Zweikämpfe kommen, immer einen Schritt zu spät kommen und kriegen dann halt das Gegentor. Hinten raus war es dann nochmal ein offenes Spiel, muss man sagen. Auf beiden Seiten waren Chancen da, mit ein bisschen Glück. Treffen wir das Tor, aber halt auch in der Situation, wo wir gerade sind und wo wir gerade stehen, dann gehen halt so eine Dinger nicht rein. Und dann muss man halt Glück haben, dass man nicht noch was 2-1 gegen sich bekommt. Von außen betrachtet war es ein wirklich offener Schlagabtausch. Wie war es auf dem Feld? Es ging viel hin und her. Ihr musstet viele Wege gehen, vor allem auch über die Außen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade so ein bisschen Taktikwechsel drin gehabt, von Viererkette auf Fünferkette immer umgestellt, im Ballbesitz und gegen den Ball und haben halt versucht, da irgendwo Räume zu finden. Das haben wir in der ersten Halbzeit ganz gut gelöst. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann nicht mehr so getraut, von hinten rauszuspielen, weil wir natürlich auch hochgepresst worden sind. Aber immer wenn wir halt versucht haben zu spielen, haben wir auch unsere Möglichkeiten bekommen. Und da müssen wir halt gucken, dass wir das auch im nächsten Spiel dann halt weiter forcieren, dass wir halt auch im Ballbesitz die Ruhe haben und auch versuchen, ja, Chancen herauszuspielen. Für dich persönlich waren es jetzt 2 Startelf-Einsätze hintereinander. Wie ist dein Gefühl, jetzt 2-mal durchgespielt zu haben, mit Blick auch auf die weiteren Spiele vielleicht? Ich habe generell ein gutes Gefühl. Ich habe Kraft für 90 Minuten. Jetzt habe ich jetzt auch wieder 90 gespielt. Also klar, im Alter merkt man den einen oder anderen Muskel mehr. Das ist auch ganz klar. Aber ich bin da halt eigentlich relativ gut drauf und habe das auch heute gut verkraftet. Und wegen mir kann das so weitergehen. Du kennst die Liga sehr gut. Samstag geht es schon weiter, 14 Uhr in Zwickau. Ein ganz unangenehmer Gegner. Wie siehst du die Zwickauer und was erhoffst du dir natürlich zum Abschluss der englischen Woche? Ja gut, ich kenne ja da auch einige Spieler persönlich, auch den Sportdirektor. Ich weiß, dass es immer eine kampfbetonte Truppe ist, die halt versucht, wirklich kompakt zu stehen, defensiv gut zu arbeiten, keinen Ball herschenken, in jedem Zweikampf 100% geben und natürlich auch mit ihrem Stürmer Ronny König natürlich auch vorne eine Anspielstation und schnelle Außen, die halt natürlich dann halt versuchen, den Gegner das Leben schwer zu machen. Aber wir müssen versuchen, so wie wir jetzt auch die letzten beiden Spiele, versuchen, spielerische Lösungen zu finden, im Ballbesitz gut zu stehen, gutes Positionsspiel zu haben und ja, man sieht ja auch, dass man dann sich dann die Chancen rausarbeiten kann und das wird auch dann am Wochenende so sein. Alex, vielen Dank für Erfolg Samstag und natürlich für dich persönlich alles Gute erstmal weiterhin. Ja, danke. Danke dir. Ja.